Moin moin, ihr Film-Junkies! Am 5.01.2018 ist ein Film erschienen, es ist eine wahre Begebenheit und ein Drama zugleich. Es ist nämlich Six Below. Wie dieser Film ist und so weiter, das sage ich euch nämlich jetzt in der Review. Viel Spaß! Ja, was ist auf jeden Fall Six Below? Six Below ist ein Film. Es dreht sich halt um den ehemaligen Eishockeyspieler Eric Lamarck. Der wird verkörpert von Josh Hartnett und der Regisseur Scott Waugh, der vorher wie Filme wie Act of Warrior gemacht hat oder halt Need for Speed eher durchwachsen, hat diesen Film umgesetzt. Ja, der Film kann man vorweg erstmal sagen, er lebt halt von seinen starken Kulissen, Bildaufnahmen und auch so ein bisschen von, ja, so dieser Kameraführung. Die macht echt den Film schon ein bisschen aus, aber auch so diese solide Leistung von Josh Hartnett, der hat ja sich schon mal bewiesen in Pearl Harbor und in vielen Filmen, aber er hat schon lange nichts mehr gemacht. Aber trotzdem zeigt er so diese, man fühlt schon den mit, wie er das so zeigt halt, wenn er sich dann in diesen Eis verirrt. Man ist manchmal so, wenn man sagt, ah, okay und so weiter, das ist schon nicht schlecht. Aber man weiß natürlich aus Filmen wie 127 Tage, so mit James Franco oder halt mit wirklich Leonardo DiCaprio in Revenant, es geht noch mehr. Der Film wird auch manchmal auch ein bisschen rausgerissen durch den Flow halt, durch so eine Flashbacks. Flashbacks ist ja nicht mal so jedermanns Sache. Die werden natürlich immer sehr interessant angestaltet, weil es zeigt die Vergangenheit, so die Kindheit von Eric Lamarck. Wie überhaupt alles so zustande kam, warum er das gemacht hat, warum er diesen Adrenalinschub haben muss. Aber das ist dann so ein bisschen, wo man denkt, ah, okay, da sind noch ein paar Längen drin und es ist dann wirklich so nachher, ja, man hat alles gesehen, es passiert, man ist alles vorausschaubar, es gibt nicht so richtigen Handlungstwist. Also es ist wirklich, wie ihr merkt, ein durchschnittlicher Film, den man sich angucken kann auf einen Sonntag. Also ich muss sagen, es ist auf jeden Fall eine interessante Story, weil es einfach eine wahre Begebenheit ist. Man sieht am Schluss auch nochmal echte Bildaufnahmen halt von diesem Eric Lamarck. Und das finde ich schon gut. Also das finde ich schon mal ganz geil, dass man sowas halt immer dann sieht. Und mehr kann ich da eigentlich gar nicht drüber hinwegsehen. So, das ist dann auch alles okay. Es ist halt ein durchschnittlicher Film. Gerade bei so einer One-Man-Show kann man noch viel mehr rausholen. Und das ist so leider, dass der Film hinter den Erwartungen bleibt. Echt schade, der hätte viel mehr Potenzial gehabt. Ist leider so, kann man nichts machen. Ja, zur Ansicht hatte ich noch den Blu-ray, die hat wirklich ein gestochenes, scharfes Bild. Der Ton ist auch auf jeden Fall auch klar. Und jetzt habt ihr auch die Chance, noch eine DVD zu gewinnen. Also, wen kann ich den Film anbieten? Wer möchte den gerne haben? Der muss nämlich ein paar Sachen eben machen. Das ist halt auf jeden Fall Abonnent sein, liken und den Hashtag SixBelow nennen. Dankeschön nochmal an Universum Film, die haben das nämlich ermöglicht gemacht. Und dann würde ich sagen, Leute, vielleicht wenn ihr den Film schon gesehen habt, ab in die Kommentare. Wenn nicht, viel Spaß bei SixBelow. Und ich würde sagen, Leute, ihr wisst, abonnieren, liken. Und dann würde ich sagen, Leute, bis dahin und ciao und bam!